Moin YouTube, schön, dass ihr wieder da seid. Der Onki hier, wir spielen Wukong, Black Myth Wukong, Kapitel 2. Keine Ahnung, was es erwartet. Der Abschluss von Kapitel 1 war ja jetzt eigentlich cremig. Der schwierigste war dieser Meerjungen-Bandit hier, Meerjungen-Mann. Oh, jetzt geht's hier gleich schon wieder rum. 10 Sekunden da und da geht's schon wieder rum. Ihr habt doch Lack gesoffen, Kollegen. Boah, das Schild, das... Okay. Da die da oben runterballern, reizt es mich natürlich, da hochzugehen. Wir gucken da mal rein kurz. Süßholz. Ziegenschädel. Oh, Alter, was ist das? Ruhe jetzt! Mein Gott. Ich höre hier noch jemanden. So ein Frosch. Ja. Gibt's hier? Gibt's hier was? Das ist aber düster hier. 32 Grad warm, Außentemperatur. Schwitzen uns ein in Gollum. Wieso komme ich denn hier hoch? Das haben wir auch neu. Ja, okay, hier geht's weiter. Dann gehen wir da hinten hoch. Wo ist denn hier ein Räucherstäbchen? Dass ich mich mal wieder akklimatisieren kann. Wäre ganz sinnvoll. So. Tun schon weh, die Dinge. So, wir haben wieder einen Funken. Das ist schon mal geil. Da geht's nicht rüber. Der geht mir auf den Keks hier. Oh Mann. Können wir nochmal die Runde latschen? Oh, da ist ein Tornado. Stimmt irgendwo sein Räucherstäbchen. Gar keins mehr im. Das. Okay. Wir haben noch gar nicht geguckt. Waffenliste anzeigen. Windbärenstart haben wir jetzt. Yowagi-Kern brauchen wir dafür. Dann können wir den Relikte. So. Hungrige Augen. Ein kurzer Blick enthüllt des Feindes Macht. Ein Talent nur führt unserer Schlacht identifiziert. Die Geister in sich tragen. Opponistischer Beobachter erhöht den erhaltenen Fokus durch aufeinanderfolgende erfolgreiche leichte Angriffe beträchtlich. Erfolgreiche Treffer mit enthüllender Schlag verringert die Abklingzeit des Zaubers stark. Scharfe Einsicht erhöht den kritischen Trefferschaden. Das nehmen wir. Inventar.
Was ist das? Okay. Das heißt, wir können da jetzt was zusammenbrauen, oder was? Und brauen kann ich hier aber nicht. Da brauche ich doch so ein Dings. Sag's mir. So ein Räucherbaum. Aber werden wir jetzt gleich finden. Ich bin guter Dinge. Trink mal einen Schluck. Mal hier wieder voll sind, weil ich weiß nicht, wie weit der noch weg ist. Okay. Oh, hier ist ein Räucherstäbchen. Hervorragend. Sowas brauchen wir. Zack. Dorfeingang. So, Schmiede. Rüstung herstellen. Kann ich ihn herstellen? Kann ich herstellen. Geil. Da fehlt mir schon wieder Seide. Tja, dann. Nee, trauen wollte ich. Ziegenschädel. Jeder Schluck stellt 33 des maximalen Lebens wieder her. Jeder Schluck stellt sofort 20% des maximalen Lebens und danach kurzzeitig langsam 25. Probieren wir mal das. Erhöht nach Verwendung der Gurte für kurze Zeit das maximale Leben, oder was? Giftresistenz. Das. Klingt schon mal gut. Geisterfunken haben wir hier auch ein. Da gehen wir. Okay, da weiß ich noch nicht. Gehen wir da weiter. Aufladegeschwindigkeit, alle Haltungen leicht. Das kostet mir 2 Punkte, okay. Na, dann warten wir auf den zweiten Punkt hier. Entschuldigung, ich will ja nichts sagen, ne? Aber laut meinen Berechnungen war da unten ja noch ein Dorf. Oder eine Hütte. Die hier. Aha! Ist doch nicht umsonst hier. Gibt's hier was? Oh je. So ein Frosch. Aua. Oh, das hat man schon. Ja.
Okay. Brennfrosch. Haut mir schon rein hier. Der haut schon rein, der Kollege. Hat er mich jetzt gefressen? Tatsache. Kopf mindestens. Ich hab nichts mehr zu trinken. Okay. Okay, 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 okay. Okay, okay. Ja, mal gucken. So, wir haben, lass mich mal gucken. Wir haben doch was. So, Moment mal, Schmiede. Achso, den kann ich noch nicht bauen, weil mir da die Kerne fehlen. Und der ist im Wasser stärker, ja, das wusste ich. Dann. Hammer bei Braun. Giftresistenz. Okay, das ist okay, passt. Passt auch. Laden kaufen. Da gibt es neuen Schmuh. Zustand vergiften. Das ist geil. Ja, weil ich glaube, der macht hier Blitzzeugs. Seht ihr, was ich meine? Du sollst nicht gleich saufen. Naja. Okay. Hallo. Da bin ich. Okay. Okay. Hau ruhig drauf, Depp. Das tut aber auch weh. Hat er mich schon wieder gefressen. Der Hund. Spuck mich aus. Der hat sich
mehr viel, nicht mehr viel, nicht mehr viel, nicht mehr viel. Komm schon. Ja. Der. Nicht schlecht. Haben wir den gekriegt? Inventar. Was ist das? Medikament gegen Böse. Nur alarmieren mit der Formel Medikament gegen Böse. Erhöht die Verwendung für relativ lange Zeit die Schadensreduktion. Puh. Kinders. Der hat uns mitgenommen ein bisschen, ja. Will sagen, der war jetzt nicht so sonderlich nett. So. Trinken wir mal den letzten Schluck aus der Pulle. Und dann wollte ich eigentlich zum Schrein da zurück. Wo ist denn der jetzt? Zum Dorfeingang. Na, hier schon mal nicht, wa? Ich hab die brachiale Abkürzung genommen. Da unten ist er. Was? Kisten? Komm ich da nicht dran? Will die Kiste? Nee. Das sind nur Säge oder was? So, jetzt machen wir eine kurze Rast, ne? War eine anstrengende Ding. Da unten steht irgendwas. Ich hoffe, das ist nur eine Statue. Ja. Hört so aus. Aber da unten ist ein Höhleneingang. Hier geht's überall zu. Dorf. Sandtor. Sorry, Bro, hier gehe ich da mal lang. Oder war das jetzt da zum Teich? Nee. Das ist wieder woanders. You come at a good moment. One of my formulas was swallowed by a petty frog. Stay in help. A deity like myself will not short you. Habe ich schon. Oh, how wondrous. You go. Man follows earth. Earth follows sky. Sky follows Tao. Tao follows nature. These common pills. Das sind gut, ey. I grant you. Hereafter, you may craft more yourself at the shrines. I must retrieve a furnace forthwith. Pray forgive my departure. Okay. Okay. Ich dachte, hier gibt's was Geiles. Hier war nur El Frosho. Ah ja, gut. Hier geht eine Treppe hoch. Lecker, lecker Pilzchen. Verrückt, verrückt. Wo es hier überall hingeht. Das braucht man. Ach, du hast richtig Bock, oder was? Ach, komm schon. Ach, komm schon. Guard the gate and check every house. There's a bounty for that traitor. Oh, cunning foe! You
Zweiköpfiges Hündlein. Oh. Okay. Okay. Nicht schlecht, Herr Specht. Nicht schlecht. Damit habe ich nicht gerechnet. Allerdings. War ich ja jetzt auch ein bisschen schludrig. Dann gehen wir halt von hier rein. Moin. Uah, was geht denn hier? Okay, wir gehen nicht von hier rein. Fuck. Okay. Also, dann machen wir das anders. Wir waren ja vorhin, dann legen wir uns nochmal mit dem Dude da hinten an. Denn diese Pfeile da alle auf einmal, ich könnte mir den Umhang da umwerfen. Ja, habt ihr recht. Aber... Nein, komm. Okay. Ja, was ist denn nun? Das sind mehrere von den Vögeln. Na dann. Warten Sie einen kleinen Moment. Holen wir den mal richtig ein. 275 erfahren. Okay, und die explodieren am Ende. Das ist natürlich nett. Da war doch noch einer, bevor unser Schutz hier flöten geht. Die Pfeile hier. Mein Gott, Walter. Doch Haupttor. Mit dem Mantel. Mysteriös hier alles. Haupttor mit dem Mantel. Okay. Hi, Bros.
Tut schon weh. Aber da jetzt nicht rein, oder was? Nö. Bringt nie was, ne? Das Mist. Seide. Moment, Seide. So kann ich nur am Schreien, okay. Dann sind wir doch jetzt wieder hier. So, was sind die Fetten? Da hinten steht einer. Aber da oben sind Schützen. Ich glaube, das Tor konnte ich aufmachen. Gucken wir mal da rein. Ah, ja, genau. Son, I hear you loud and clear. How can I not know your sufferings? Der hat eine Keule. Before our master returns from the valley, we've got to tough it out. Tough it out to survive. The lads went out to see the altar the other day. Said it's stinking worse than ever. And covered in bones. Not from men or livestock, but littered in the remains of our kin. Curse that was geht? Furry jackass. Ooh, just wait. Wait until Master hears about this! Hush! Hush, you fool! Our restoration! We can't say it out loud now! Oh, nicht die hellste Kerze. What's that smell? Aye, that's fresh meat, delivering itself all the way to this dump for our lunch. Liebst du Feuer? Frage ich dich. Hüpft er denn hin? Komm. Aua. Kopfnüsse, ja, das kann ich auch. Eslon. Oh, der hat auch gesessen. Ja.
zum Kopf. Schon wieder ein Kopfnuss. Die zwirbeln aber auch. Ein Hammer. Hm? First strike, ladies and gentlemen. Zumindest bei dem. Jetzt wird der wahrscheinlich wütend. Oder macht die Biege. Okay. Gibt's hier was Geiles? Hier gibt's was. So kann ich das Hufu nicht verwenden. Da drüben ist nochmal so ein Schrein. So. Jetzt kann ich Medizin herstellen. Okay. Das da. Cool. Schmiede. Waffenschmiede. Windbärenstab. Nochmal mehr Wumms. Das wollte ich machen. Selbstbestimmung. 2 Funken Hammer. Okay, cool. Dann wollte ich die Medizin, die wir gerade hergestellt haben. Dahin legen. So, dann haben wir Schadensresistenz. Wir sollten mal rasten. Sehr gut. Dann schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Da gibt es irgendwas, das kann ich nicht nehmen. Nicht genug Grimmigkeit aus Steineifer des Tigers. Okay. Kann ich sogar runter? Da ist der Froschteich wieder, oder was?
Nee, das ist ein anderer Teich. Bin ich erschrocken. Wenn die explodieren, dann muss man aufpassen. Da muss man ausstellen. Du auch, ja. Was halten wir von dem Konzept? Nichts halten wir von dem Konzept. Nicht, dass es hier schon wieder geheime Türen gibt. Das schaut alles so aus, als könnte man da durch. Halt das nicht mehr mit. Alles nicht so einfach. Was da unten? Da kommen wir nicht hin. Okay, geil. Na, dann gehen wir da hoch. Ich habe keinen Pfeil und Bogen und nichts. Ich kann auch nicht schießen. Da hoch, oder was? Oder geht's hier weiter? Ich raste noch mal kurz. Sorry, Leute. Frösche, wir haben ja doch ein bisschen Leben abgezogen. So. Ich guck. Wie immer. Hier geht's nicht weiter. Okay. Da geht eine Brücke rüber. Wohin auch immer. Oder gehen wir die rüber? Gehen wir die rüber. Das ist eine verwirrende Gegend hier. Süß Holz. Ja, keine Ahnung, wo wir umgehen, ne? Aber wir latschen einfach mal alle Möglichkeiten ab. Zur Not können wir ja zurückreißen. Hier kann man meditieren. Gibt wieder Punkte. Klaro, machen wir das. So. Nur einer. Ah, aber billig. So, was haben wir denn da? Können wir alles ein bisschen aufrüsten? Jo. Da war der Frosch. Da hatte der Frosch die Locken. Verwirrt mich hier alle. Nee, aber da war ein Häuschen. Doch, das sind Häuschen. So. Ja, ja, da ist der Dude abgehauen, dann ist er da hoch. Ah, halt, da kommt man nicht rein, da vorne. So, dann gehen wir da drüber. Und da hinten war die andere Brücke. Mhm. Verstehe. Stehen Sie auch. Sehr gut. Ich bin sehr stolz auf euch. Da ist der Hans. Den haben wir das Leben ausgehaucht. Ich hau nicht durch. Verdammte Axt. Oh, cunning foe!
Ja, ich bin schon wieder. Die großen Fetten sind da wahrscheinlich jetzt auch noch, oder was? Nee, nur der da hinten. Die leben nur einmal, das ist ja natürlich praktisch. Ich mich jetzt überall um hier erstmal, da ist was. So. A duel in the corner. My kind of sport. Ach, die blöden Pfeile unterbrechen halt meine. Da muss ich mehr unter Bewegung bleiben. Bravo. Damals, ich will konzentrieren. Komm her hier. Na komm. Komm. Hier sind weniger Pfeile. Scheiße, jetzt bin ich gestorben, weil er explodiert ist. Aha. Ja gut, gegen den müssen wir ja jetzt aber nicht nochmal. So, wo sind wir denn jetzt? Ach, sind wir da unten? Theoretisch müssen wir nur hier hoch. Da ist ja, da waren wir ja gerade. Da haben wir gerade gekämpft. Ja, ja. Der lebt noch wieder. Nicht aufladen, dein Scheiß. Hier. Doch noch getroffen. So, da oben sind die ganzen Scharfschützen, die mir richtig auf den Keks gehen. Aber nix, no way. Nix, time to die. Schieß ruhig. Den einen da oben mache ich jetzt auf jeden Fall mal erstmal den Gar aus, weil der geht mir tierisch auf den Keks. Wo ist er denn? Da. Ach, bin ich runtergefallen auch noch. Ich hasse die, diese Dudes. Wo ist denn der andere Lurch da? Nicht wieder rum. Und schon wieder rum. So. Hinten das für Öfen. Weiß kein Mensch schon wieder. Da ist ein Hütchen. Komm ich denn da dran?
Wow. Ich werde erschrocken. Kollege, sowas macht man da nicht. Zu kämpfen, dann kämpf. So, ich wollte diese Dinger hier. Was ein Stress. Das Kuchen. So. Die Sache da unten komme ich ja mal noch nicht rein, ne? Wer sagt denn dir schon wieder, hä? Da unten würde ich aber gerne rein. Gehen wir erst noch mal da hoch. Da ist nämlich eine Kiste. Gibt's? Kleines Goldstück, winziges Goldstück. Blut des Eisentiers. Da kann ich das da unten dann aktivieren oder was? Dieses. Ich glaube, wir latschen eine Weile hier rum noch. Hat's hier noch nicht. Hier hoch geht's nicht. Da. Da geht's rein. Ich komme. Hoch zu den Clowns, das geht mir dermaßen auf den Keks. Nee, nicht wirklich, ne? Ich lass die ungern leben. Oh ne, da geht's auch nicht hoch. Jetzt sind wir mindestens da drin. Was mir nicht hilft, weil die blöden Bumsbieren da schon wieder runterballern. Was soll ich dich losbinden? Ah. Erdwolf. Lang gewartet. Was redet denn da? Wo bist du zum Losbinden? Geh den Typ nicht, den ich losbinden soll. Den hier. Das Pferd!
the Black Wind mounted to here, we meet again. Those rats. They tied me up on sight for no reason. Nicht schlecht. They prepare me for their king's table. This place crawls with Yaogwais eager for a bite. But don't worry. They bite into me, they'll bite more than they can chew. This der redet aber sehr viel. Of rats and cats, all at each other's throats. And the Yellow Wind Sage keeps silent. How odd. Who would swear fealty to such a king? Let's make haste and go. Never linger in a peril such as this. Just leave. These rats are no match for me. I can make my own way out. You are a skinny one, but these rats aren't picky eaters. Flee. The quicker the better. I won't die here with my task undone. There are too many eyes around here. We'll meet again if fate wills it. Haben wir's jetzt? Dachte, soll ich losbinden? Soll ich das Vieh dann jetzt nicht töten? This place is a jumble of rats and cats. Ja, ja. All at each other's throats. Anscheinend nicht. Oh, hier geht's schon wieder ab. Sheesh! Ja, ein verdienter Tod. Tja, ich würde mal sagen, wir machen beim nächsten Mal weiter. Heute reicht's, ihr Lieben. Wir gucken uns dann mal um, wie es hier weitergeht, was es Neues gibt. Und dann werden wir dann schon vorankommen, so Step by Step. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zugucken, euer Onki.